Ja, ist okay. Schau mal, was da Schönes drin ist. 95. Oh, da wollen wir beschissen. 3095? Guten Morgen miteinander. Wie ihr seht, ist es draußen ziemlich dunkel. Das liegt daran, dass wir... Ja, das ist 1:45 Uhr morgens. Mhm. Sehr spät in der Nacht noch haben. Und das können wir sehen, wie ihr möchte. Auch sehr früh. Wir haben eine Reise gebucht zu den Pyramiden von Gizeh. Zu der Sphinx. Und ich glaube auch für die Stadtrundfahrt in Kairo sein müssen. Und ja, 1:30 sollte ich abgeholt werden. Das ist jetzt 1:45. Wir warten jetzt schon ein bisschen und hoffen, dass der Bus bald kommt. Wir hatten so eine kleine Verwechslung gestern Abend und dachten erstmal, wir müssten erst um 5 Uhr aufstehen und sind dementsprechend auch um 22 Uhr etwa so im Hotelzimmer gewesen. Oh, die Tasche packen. Und man muss eben den Bon auch vorzeigen zu der Reise, wenn man es gebucht hat, ne? Und so einen Bon. Und ja, dann sieht man nochmal ganz dick oben drauf, Abfahrt 1:30 und dementsprechend sind wir auch fertig. Ich denke, wir werden ein paar Eindrücke festhalten, aber wesentlich werden wir im Bus schlafen. 3 hours later. Das ist ein kleines Päuschen. Und zwar? Wir haben es jetzt 6 Uhr morgens. Ungefähr 20 Minuten Pause. Genau, um 10 nach 6 soll es wieder weitergehen. Und hier ist was für ein Rastplatz. Hinter uns kann man Kaffee und Tee trinken. Wir sind ja eigentlich in der Wüste. Ja. 225 Kilometer vor Kairo. Nach 6 Stunden Fahrt erreicht, Pyramiden von Gizeh. Und die Sphinx werden wir auch sehen. Ich bin jetzt gespannt. Wir werden in einer Kutschfahrt herumgeführt. Und wir dürfen sogar in eine Pyramide rein. Genau, wir dürfen in einer rein. Turban, che edris ka bode? Ohne, 1 Euro bitte, dame, 1 Euro. 1 Euro bitte. Bitte. Haben Sie hier die Verkleidung gesehen? Und wie ist dies? Die Verkleidung? Und das war ihre Kleidung wert und ein 70, ne? 2 Meter. Und das ist eine Stufe. Ein Stein. Wir sind hier jetzt in so einer Kirche. Und hier geht's über. Ich mach mal frei da. Und jetzt fahren wir zu den 4 Panorama-Spots. Wow. Heftiger als die Dachverbahn. Ja. Von den Panorama-Spots aus kann man dann Selfies machen oder generell Fotos machen, wo man alle Pyramiden drauf hat. Und das wollten wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb sind wir auf dem schnellsten Weg dahin. Mit dem wahrscheinlich schnellsten Pferd, was es hier gibt. Habe ich so ein Gefühl. Ich muss auch sagen, es ist angenehmer. Scheiße. Es ist angenehmer, als wenn auf das Pferd drauf zu sitzen. Auf dem Pferd drauf zu sitzen. Ja, das stimmt wohl. Also jetzt auf der Straße geht es auch besser. Also die Steine, die wir vorgefahren sind. Wahnsinn. So, ich würde sagen, ich fühle jetzt auch ein bisschen was von der Landschaft. Wir reiten nämlich gerade an die Pyramiden vorbei. Kamele.
Stopp hier. So, unser Shooting ist jetzt gerade fertig. Im Hintergrund seht ihr jetzt hier die drei Pyramiden in Flucht stehen. Es ist atemberaubend, also mir fehlen echt die Worte. Man sieht das vielleicht jetzt nicht so, wie wir das wahrnehmen. Das ist auf alle Fälle ein Musik wert. Aber das muss man wirklich aus nächster Nähe sehen. Wo ist der Kairo? 28 Millionen Einwohner. Also komm mal her, bitte. Schon ordentlich, schon riesig. Und ich bin echt mal auf die Sphinx gespannt. Die sollte auch noch gleich kommen. Hinter uns sieht man auch die Sphinx, glaube ich. Ja. Ja, genau, zwischen uns sogar. Ja. Und noch eine der Pyramiden. Genau, und die Pyramiden sieht man hier, die sind da noch. Wir müssen jetzt aber schnell weiter. Auf uns wartet das Papyrus-Museum. Genau. Aber wenn wir diese Lohnschranke in unser Wasser 3 Wochen legen, kriegen wir dunkler Papyrus genauso wie dieses. Darum haben wir 2 Arten von Papyrus, dunkler und heller. Je länger, desto dunkler oder brauner. Danach bringen wir 2 Stücke auf Rund Baumwolle und legen wir diese Dornstreifen dazwischen. Einmal Waagewicht, einmal Senkgewicht. Und so weiter Waagewicht, Senkgewicht. Waagewicht. Senkgewicht. Danach legen wir das alles unter der Presse an den Sechstag. Sechs Tage später kriegen wir echt Papyrus genauso wie dieses. Unter dem Misch kann man Waagerichte und Sinkgerichte sehen. Und es gibt braune Punkte. Leicht zu nehmen ohne Schaden. Geht nicht kaputt. Bleibt im Wasser lange. Riechen Sie keine Klebestoffe. Jetzt ist es Zeit für Mittagessen. Das aber an einem ganz besonderen Ort, nämlich auf dem Nil. Ja, wir sitzen auf einem Fipsboot, Fipshaus. Ja. Werden wir jetzt was essen? Und? Gefällt's dir? Das hat sich gut lecker. Und bei dir müssen wir. Dann guten Appetit. Jetzt geht's zu einem Museum, gucken, ob wir da filmen dürfen. Eben durften wir es nicht in der Bildergalerie. Papyrusmuseum, genau. So heißt das. Okay. Wir sind jetzt am Ägyptischen Museum angekommen und wir dürfen bloß von außen filmen und Fotos machen und innen drin gar nicht mehr. Deshalb wird es jetzt ein sehr großer Take und ein sehr kurzer Eindruck. Aber das können wir leider nicht machen. Macht aber gar nichts. Wir haben beide gerade noch ein bisschen geschlafen, wir sind mega müde. So sieht das Ganze aus. Und das ist auch schon alles, was ihr sehen dürft. Leider Gottes. Boah, wie groß der Unterschenkel einfach ist. Wow! Ich sag ja Titanic, das Ding geht runter, ey! Einfach ging es andersrum. Mit dem Licht.
Och, du hast einen fallen lassen. Und...